Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Woodley Tree Deluxe Plus 2. So, jetzt bleibe ich auch bei diesem Namen. ich würde sagen, wir machen weiter und ich werde auch hier nochmal gucken, was ich hier vergessen habe. Ich stelle mich gerade fest, hier ist Level 1, das ist Level 2. Das heißt, eigentlich müsste man die 90 schaffen, rein hypothetisch. Und ja, Level 3 mache ich auch noch weiter. Ich bin ja gerade hier oben und habe mir jetzt noch 2 geholt. Wie viel? 67. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch 13. Sprich, ich guck mal, wo die sind. Die gehören nicht zu den 13, die gehören jetzt zu der Außenwelt. Und ja, solange ich noch nicht alle gefunden habe, die hier in diesem Bereich sind. Genau, gelb war der vorige, wusste ich doch. Solange ich noch nicht alle gefunden habe, die hier zugehören, werde ich mich auch nicht hiervon entfernen, gerade mal. Übrigens muss ich noch gleich vorweg sagen, es kann sein, dass ich, ja, etwas gehetzt bin, weil ich natürlich versuche, jetzt das noch fertig zu kriegen, das Level. Also komplett fertig. Und versuche somit, jetzt habe ich den Satz vergessen. Ah ja, genau, mir Zeit einzusparen. Denn, wie folgt, wenn ich jetzt hier fertig bin, gucke ich gleich Anime, telefoniere parallel aber mit meiner Freundin ein wenig, Multitasking Make by Man, und dann gucke ich nochmal, dass ich halt danach nochmal 2 weitere Folgen aufnehme. Also ich muss jetzt echt zusehen, dass ich so viel wie möglich schaffe und mache, und das halt in kürzester Zeit, weil, ja, ich merke schon, es wird nicht mehr viel Zeit verbleiben für mich, irgendwie großartig heute noch privat was zu machen. Und deswegen muss ich gucken. Okay, warte, das gehört ja mit dazu, ne? 1, 2, 3, dann fehlen mir noch 10. Und die werden auch bestimmt irgendwo in diesem Bereich sein. Zumindest kann ich mir das denken. 1. 2. Doch, egal. Passt. Okay, und ich muss sowieso von oben nochmal runterspringen, weil von da unten aus schaffe ich nichts. Okay, warte mal. Sehe ich das richtig, dass wir gerade mal bei 3 Minuten sind? Huch. Und natürlich werde ich getroffen. Dann kann ich ja doch noch ganz gut was sammeln. Gehe ich gerade in die falsche Richtung? Irgendwie ja, ne? Egal. Im Endeffekt gibt es keine falsche Richtung. Ich muss ja so oder so bestimmten Bereich hin. Also kann ich auch hier oben längs gehen stattdessen. So. Also hat das überhaupt was gebracht? Nein, hat es tatsächlich nicht, weil die wieder nicht dazugehören. Ich krieg so langsam einen Kotzkrampf bei sowas. Wie dem auch sei. Ich versuche jetzt einfach positiv zu sehen. Ich nehme an, dass die nicht mit dazugehören werden. Nein. Aber trotz alledem werde ich die sammeln. Schließlich gehören sie irgendwie zum Gesamtspiel, also viel wichtiger. Ja, okay. Dann begebe ich mich hierhin wieder stattdessen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Genau, da muss ich ja wieder diesen... Ach, komm schon, immer dieser nervige Kram. Da muss ich nämlich wieder diesen Kletterkurs machen. Zumindest bis zu einem bestimmten Bereich, soweit ich weiß.
kann doch bestimmt. Was war das denn jetzt? Moment, ich kann ja einfach mal hier außen rum gehen. Pff, viel wichtiger, ne? Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Ich will nicht immer alles korrigieren hier, ey. Das ist doch echt lächerlich. So. Da muss ich hier erstmal wieder hoch. Schön, wenn ich jetzt ein bisschen das kompliziert mache, unnötigerweise. Und euch somit auch ein bisschen Zeit gestohlen habe bis dato, aber. Wenn ich im Endeffekt solche Sachen schon sammle, dann sammle ich sie, wenn schon, denn schon auch komplett. Und nicht so halb-halb, das ist dann immer so halbherzig. So, was so die nächste Sache sein wird, ist ja natürlich noch herausfinden, wo, wie, was, wann ist. Klar, keine Ahnung. Stimmt ja, da muss ich auch noch irgendwie hochkommen. Da war ja noch was. Komme ich von der anderen Seite hoch, ne? Wahrscheinlich. Würde ich mir mal sagen, so. Okay. Tatsächlich ist hier der Bereich, wo ich meinte. So. Das passt doch prima. So. Was war jetzt? Ah ja, genau. Ich wollte gucken, ob ich... Okay. Ja, wenn ich grandioserweise von der anderen Seite komme, ob ich da irgendwie besser rankomme an dich. Aber Moment, das ist doch wieder... Ich bin mir gerade so unsicher. Aber ich werde es ja sehen. Wobei, doch, das könnte es sein. Huch. Das ist ja mal simpel gehalten. Dann muss ich da doch wieder ganz nach oben klettern, ne? Das ist ja ekelhaft. So. Hier ist aber auch noch nichts. So wirklich. Ich muss gucken, wie ich da noch komme. Da muss es doch noch mehr Wege geben. So, wie dem auch sei, erstmal gucken, da ich hier noch den Rest sammle. Schließlich kann das ja alles noch weiterhelfen. Nicht wahr? Uns zumindest weiterhelfen, meine ich. So. Aber Moment, ich hatte ja auch schon oft genug, dass Bären zum Beispiel auch was ausgelöst haben, ne? Ist das jetzt hier auch so der Fall oder ist das jetzt Täuschung gewesen? Ich glaube, ne? Oder, ach nee, ich muss da drüben hin. Das erkennt man doch schon. Alles klar. Das heißt, ich muss von da, darüber, das... Es ergibt sich so langsam ein Muster. Das heißt, der ganze Bereich hier... Ja gut, dann... Ja doch, begebe ich mich... Nein, begebe ich mich hier hin. Und geht tatsächlich mal ins Wasser stattdessen. Ja, ich weiß, Checkpoint, bla bla. Okay, und guck mal, ob hier im Wasser großartig was ist. Einzig blöde, man hat ständig diese ganze Zeit diese Wasser-Layer über der Kamera quasi.
Sprich, das ist einfach nur. Stimmt, das ist ja einfach nur eine PNG-Layer. Also eine halbdurchlässige. Hab ich ja komplett vergessen. Okay, das heißt, hier an sich ist nichts drin. Dann kann ich ja eigentlich mich auch wieder zurückbegeben, theoretisch. Oder einfach gucken, wo kann ich am ehesten mich noch längs bewegen. Nee, aber hier ist echt nichts. Das heißt, einfach wieder zurückbegeben ist nicht. Ich gehe einfach auf die andere Seite. Weil dann ist auf der Seite schon mal alles clear, habe ich das Gefühl. Ah, da ist doch schon mal was. Ach, Scheiße, das ist wieder so ein Sprungkletterrätsel, ne? Wobei, es ging einfacher, wenn ich einfach von der. Das ist doch immer. Das ist immer dasselbe hier. Man lässt sich einfach zu leicht austricksen. Ja, ich muss von da oben aus das machen. Das heißt, hier komme ich nicht hoch, oder? Nee. Da rutsche ich eher ab. Okay, dann mache ich das von hier. Ja. Das heißt, Kletterweg, schnell darüber, dann wieder runter und dann haben wir es. Ich bin halb genial, weil ich natürlich wieder den längsten Weg für das kürzeste Projekt nehme. Na gut, ich nehme jetzt mittlerweile sehr häufig die Schnellreisefunktion. Also somit kann man schon mal mein Gehirn loben, dass ich jetzt nicht mehr ganze Zeit versuche, lange Wege zu dackeln. Willst du mich eigentlich komplett flachsen? Warum laufen die genau so, wie sie nicht laufen normalerweise? Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. So, du gehst mir nicht mehr auf den Keks, falls ich wieder hier unten spawne. Weil ich weiß ganz genau, dass ich nach einer gewissen Zeit wieder in den Rhein latschen werde. Einfach durch Hektik. Alter, warum? Pff, vor allem, es setzt zwar ein, der Fallschirm. BZW-Gleitschirm, nenne ich es jetzt mal. Bloß ab einer bestimmten Sekunde ignoriert er es einfach. In einem bestimmten Zeitraum, meinte ich. So. Das hier funkt. Zumindest meistens. Ich krieg's trotzdem. Hab ich schon gesagt, ich krieg's trotzdem. Okay. Ich habe echt ein bisschen Zeitdruck, habe ich das Gefühl. Ich darf das nicht haben. Das ist schlecht, das macht mir nur nervös. Und somit schaffe ich nichts. Ach, komm. So. Ah, Mann. Warum? Ja, du drückst die rechte Maustaste? Nein, tust du gar nicht. Ich ignoriere es. Hallo, ich finde dieses ach so tolle Spiel. Ich muss nicht darauf hören, was du sagst. Bitte, wie was für einen Input du machst. Und da wiederhole ich meine Aussage von einigen Folgen zuvor noch. Bitte leg nicht exakt auf eine Taste, die zum Beispiel eine Art Schlagmove ist. Und das ist nun mal hier dieser Ding hier. Man macht damit irgendwie so einen komischen Schlag ab und zu. Den Schirm. Also versucht irgendwie, ja, keine Ahnung, zu definieren, dass es dann besser funktioniert zumindest. Aber nicht, wenn es nicht funktioniert. Testet es vorher zig Dutzend Mal. Auch wenn man zum Beispiel hektisch drückt, ob dann erkannt wird, ja, jetzt Fallschirm und nicht jetzt gar nichts Schirm. So. Weil ich werde häufig hektisch in einem Spiel. Sollte aber auch klar sein, weil ein Spiel niemals ruhig abläuft. Ah. So.
Genau, hier mache ich das wieder. Da habt ihr gesehen. Das macht nämlich ab und zu so einen Dash-Move auch. Und das bringt mich ja dann nicht weiter. Grandioserweise nicht. So, war hier sonst noch was in dem Bereich? Dann überblicke ich das gleich. Ja, okay, die Riesenbeere, aber das war es dann auch schon grandioserweise. Dann super schnell darunter. Das Restgebiet auch nochmal so mit absichern, rein optisch. Aber okay, ich sehe da nichts mehr. Das war die letzte blaue Beere hier in diesem Bereich. Okay. Moment. Okay, es kann sein, dass ich mich jetzt unnötigerweise ständig teleportiert habe. Oder ist das diese Wand, die mich gestört hat? Ich glaube, oder? Ja, tatsächlich da. Ja, okay. Das heißt, hier ist es eigentlich total sinnbefreit gewesen, theoretisch gesprochen. Hier kann ich mich nämlich einfach ja, ganz normal rausretten. So, jetzt ist aber schon wieder ein anderer Bereich. Da sehe ich noch eine blaue Beere auf jeden Fall. Ich sehe schon wieder blaue Beeren, das ist ja super. Okay, da ist noch eine zweite. Das heißt, zwei blaue Beeren in so kurzer Zeit schon. Da freue ich mich ja drüber. Okay. Drei. Und alle... Nee, Quatsch, das ist der Kopf von so einem Pilz-Heini. Aber okay. Ja. Ich habe eine grobe Ahnung, von wo ich da hin soll. Das heißt, ich suche mir mal schnell einen Weg. BZW guckt mich natürlich dabei auch um. Ja komm, ich prüfe auch noch. Entschuldigung, ich prüfe auch noch mal hier. Nope. So komme ich da nicht hoch. Oh, jetzt nervt auch noch meine Mutter mal wieder mit einer unnötigen Frage, Leute. Das brauche ich gerade nicht. Ach ja. Vor allem, ich habe hier... Das ist jetzt der beste Witz. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich am Aufnehmen bin. Ha! Wieder mal die Intelligenz zugeschlagen, ne? So von wegen, ja. Schon gut, dass mein Sohn mir das sagt. Aber das ignoriere ich mal, diese Aussage. So in etwa, also. Ne? So. Genau, von hier denke ich mir mal, schaffe ich das bis da hinten hin. Hoffe ich. Okay, komm, 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 komm. Das muss klappen, das muss klappen, das muss klappen. Es klappt. Es gibt ja wohl nicht. Okay, cool. War es das jetzt eigentlich vollends oder? Okay, also wir sind jetzt bei 70. 10 Stück muss ich noch finden. Okay, aber wo? Das ist so die beste Frage eher. So, jetzt muss ich hier gucken im Wasser, ob hier noch was ist vielleicht. Ich glaube nicht, dass das Wasser komplett nutzlos hier platziert ist. Aber bitte, wie das Wasserlevel an sich ist schon nicht nutzlos platziert. Okay, wie dem auch sei, ich glaube, ich sollte vielleicht wieder an Land gehen. Das gibt sich irgendwie ein besseres Gefühl. Okay. Ich nehme mal den Checkpoint hier vorne eben mit. So, und jetzt gucke ich aber mal weiter.
Okay, grandioserweise weiß ich jetzt wieder nicht. Das könnte auch noch sein, dass hier noch was ist in dem Bereich. Aber umsonst wird wahrscheinlich hier das Kletter-Lauf-Rätsel nicht sein. Aber doch, es sieht mir jetzt schon wieder so aus. Nein! Okay, gerade noch so irgendwie geschafft. Okay. Da drüben könnte noch was sein. Das sieht interessant aus. Moment. Das heißt, ich gehe jetzt hier drüber. Nach. Geht so weit drüber. Na super. Dann gehe ich einfach hier oben hin. Ja. Und gehe einfach ein paar Schritte zurück, Leute. Das ist vielleicht einfacher. So, und zwar nehme ich hier drüber wegkletter. Hier drüber wegkletter und dann hoffentlich weit genug fliege, um den Windstoß mitzunehmen. Genau. Um diesen Bereich hier hinten abzuprüfen. Gut. So, hier an sich ist nichts. Okay, dann weiter hier rüber. Das halt so alles Bereiche, die ich noch prüfen muss. Oh Gott, ist das hell gerade geworden auf einmal hier in dem Bereich. Das ist auch schön, da ist ein Checkpoint. Den habe ich nicht mitgenommen, weil ich so intelligent bin. Super. Okay, wie dem auch sei, ich habe ihn jetzt. Jetzt habe ich gleich die 2000 schon voll, ne? Dann machen wir die 2000 noch eben schnell voll. Damit wir irgendwas erreicht haben. Wie gesagt, ich trick ja hier ein bisschen herum, was das Klettern anbetrifft. Jetzt merke ich aber gerade, schön, dass es den Coyote-Effekt gibt in jedem guten Spiel. Also es ist doch ein gutes Spiel. Ja, okay, und so soll man eigentlich nach hier oben kommen, mal so abgesehen davon. So. Schnell eben die große Beere quasi holen. Ja, und dann wird die Kleid auch etwas eng. Aber wir sollten es trotzdem packen. So. Hat jetzt eigentlich nicht so viel gebracht, ne? Rein hypothetisch gesehen. Nicht lohnenswert. Aber okay. Wäre es lohnenswert, würde ich es häufiger machen. So. Da ist noch so eine Pflanze. Es schaut mir fast so aus, als wäre hier noch mehr. Als nur das, was ich sehe. Deswegen ist es auch schwierig zu glauben, dass hier keine blauen Beeren in dem Bereich mehr sind. Aber okay, wir machen ja wie gesagt erstmal nur die 2000 voll. Okay.
alles so interessant. So, jetzt haben wir die 2000 voll. So. Okay, jetzt kann ich jetzt nochmal von hier aus gucken. Das habe ich auch so das Gefühl, dass hier noch was sein könnte. Aber nee, das ist ja eigentlich nur die Brücke zurück, ne? Aber da hinten, der Bereich meine ich. Von hier aus kann ich noch dahin. Kann nochmal gucken, ob hier noch was ist. Aber nee, irgendwie zeichnet sich hier so ein Muster ab, was ich schon kenne. Keine Ahnung, wo letzten 10 sind. Außer herumrätseln, lange herumlaufen und hoffen, kann ich nicht mehr machen. Ich denke mal, die werden da irgendwo ganz oben sein, wo ich noch nicht hinkomme, weil ich nicht weiß, wie. Das ist so die Annahme, die ich am ehesten habe. Okay, oder die sind halt wirklich so dreist und die sagen, okay, du musst jetzt Level 4 machen, um bei Level 3 dir was zu holen. Und du musst Level 3 machen, um dir bei Level 2 was zu holen. Aber ich sag mal so, dann hätte ich auch Level 2 machen müssen, um bei Level 1 alles zu holen. Wenn sie so die Mechanik haben. Und so ist das ja nicht. Von daher. Ihr kennt den Satz, stirbt die Hoffnung zuletzt. Kann natürlich auch sein, dass ich wieder irgendwas übersehe. Aber ich will halt einfach mal nicht hoffen. Vor allem wäre es auch zu dreist, wenn ich wieder irgendwas übersehen würde. Ah, jetzt sehe ich nochmal was. Das ist doch was Schönes. Zwar ekelhaft, aber schön. Warum ekelhaft, aber schön? Weil ich eine Beere mehr habe. Aber sie an einen echt ekelhaften Ort gepackt ist. Das heißt, die restlichen paar blauen Beeren werden auch solche blöden Orte haben, oder was? Was? Vielleicht soll ich mir mal meine Sette... Gott, was ist denn los? Sprechen! Sprache Deutsch. So. Meine Güte. Was? Achso, ja, stimmt ja. So. Was ist denn das? Was ist denn das? Was? Das habe ich gerade, glaube ich, beinahe gesagt. Egal. Ist hier noch irgendwo was Verstecktes? Ey, so langsam habe ich auch das Gefühl, dass die echt einfach nur noch versteckt sind. Mehr auch nicht. Schließlich sind es jetzt nur noch 9, die mir fehlen. Okay, oder ich muss einfach mal den Weg auch verfolgen. Die da drin habe ich ja auch geholt. So. Das ist gut, das ist gut. Wie gesagt, ich überprüfe jetzt nochmal alles, aber ja, ihr seht. Bringt mir das auch nicht wirklich weiter. Okay, es kann natürlich sein, dass ich hier irgendwas übersehen haben sollte. Könnte, haben, könnte, tu, bla. Aber nee. Das Level ist ja auch theoretisch hier zu Ende. Hier ist dann die blaue Beere. Dann geht man hier so großartig herum. Das kann doch jetzt nicht sein. Also dann ist wirklich nur noch im Wasser selber solche blauen Beeren, kann ich mir denken. Oder was auch noch sein könnte, dass es irgendwo versteckte Beeren sind, die irgendwo wieder platziert sind, so dass man da erstmal drauf kommen muss, wie komme ich da ran. Sowas in der Art halt. Aber bevor ich weiter solche Theorien aufstelle und nichts davon habe, würde ich sagen, gucken wir einfach im nächsten Part weiter, was so grandioserweise geht und was nicht geht. Und ja.
Okay, da. Okay. Ein ganzes Stück höher als ich dachte. Ruckel. Hallo. Was ruckelt denn das so krass? Okay, ich würde sagen, wir machen einfach Schluss. Ach so. Ha, der ganze PC hängt. Super. Hallo? Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich einfach Schluss. Jetzt hängt das schon wieder. Ja, okay. Egal. Okay, raustappen geht auch nicht, ne? Na gut, wie auch sei, ich hoffe, ihr hört mich. Ansonsten tut mir leid. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.